Wenn Bambi zum bösen Wolf wird, Aggression oder Wut ist etwas, was auch sehr häufig schon in den Kindern steckt. Und es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, da hinzuschauen und es nicht kleinzureden oder wegzureden oder wegzuwischen. Wut ist ein wichtiger Bestandteil. Und was wir machen mit den Kindern, ist, dass wir auch auf die Emotionen, auf die Wut oder die negativen Gefühle schauen können und schauen dürfen, aber gleichzeitig mit den Kindern auch negative Gefühle verarbeiten. Wir nutzen dabei die bilaterale Hemisphärenstimulation. Das heißt, wir simulieren die REM-Phase. Das ist die Phase, die wir als Mensch sowieso durchlaufen, zweimal am Tag, wenn wir einschlafen, wenn wir aufwachen. Und zeigen dem Kind einfach, wie es Wut, die sie spürt, wie es auch loslassen kann. Wir zeigen, bildlich gesprochen, dem Kind das Ventil, die Wut loszulassen. Oder das negative Gefühl loszulassen oder damit umzugehen. Und das ist etwas, was wir auch bei uns im Coaching lernen, in der Ausbildung lernen, wie gehe ich damit um, wenn mal Aggressionen kommen, wenn negative Gefühle kommen, wenn Probleme entstehen oder vielleicht auch Unsicherheit entsteht, weil ich nicht genau weiß, wie ich mit einer Thematik oder einer Situation umgehe. Das ist großer Bestandteil und auch wichtig, dass ich als Coach weiß, wie ich an dieser Stelle das einpacke, damit umgehe und auch in eine Verarbeitung bringe. Vielleicht sehen wir uns in der nächsten Ausbildung. Ich freue mich auf Sie. Vielen Dank.